Jo Leute, herzlich willkommen zurück hier in Monster Hunter Unite. Jo, ich habe gedacht, jetzt kommen wir wieder in Walkthrough. Kann man schon mehrere Tage noch nichts mehr. Hier nochmal alles, was wir in letzter Zeit gemacht haben. Wir sind jetzt eigentlich offline offiziell fertig. Der Abspann kam ja schon. Allerdings haben wir natürlich noch einiges zu erledigen, auch offline. Und ja, unter anderem, wir sehen unsere jetzige Rüstung. Unser Helm, der hat recht wenig Verteidigung, obwohl das Stufe 12 ist, da müssen wir es jetzt mal hier vergleichen. Die Skills sind zwar sehr anständig von der Rüstung, aber wie gesagt, wir haben einfach zu wenig Abwehr für die Monster, die jetzt vermutlich auch noch auf uns zukommen werden. Und wie wir wissen, haben wir jetzt den Arkantor erlegt. Deswegen könnten wir jetzt auch hier den Arkantor-Helm machen. Der hat nämlich, wenn ich die Slots change, also hin und her schiebt das ganze Zeug, dann kann ich damit die gleichen Skills drauf machen, wie wir jetzt schon haben, und natürlich noch wesentlich mehr Verteidigung. Das werde ich auch machen. Der Akanto hat normales Akanto-Material gebaut und eben noch einen Wüfenstein. Den hat dann Albert noch schnell erbeutet, und zwar genau bei dieser Quest. Moment. Das müsste hier bei dieser Stufe gewesen sein, und zwar hier genau. Auge im unterirdischen See. Gleich mal einen abgezogen. Hier müsste auch nochmal drinstehen in den in der Gildenkarte. Genau hier. Und Julian hat da leider gut abgezogen, den Wüfenstein. Und wir werden jetzt in der Kantorhelm basteln. Genau hier. Es sieht auch ziemlich scharf aus, muss ich mal dazu sagen. Machen wir ihn uns. Und Farbe für S-Rüstung, ja genau. Wir können nämlich jetzt, das zeige ich euch gleich noch, die Rüstung sieht zwar jetzt noch spackiger aus als vorher, aber naja, who cares. Wir können nämlich jetzt hier bei der die S-Stirnfarbe ändern, und ich hoffe, dass es so heißt. Hier zum Beispiel eine rote Feder hinbasteln. Das ist ziemlich lustig, dann kann man nämlich die ganze Rüstung ein bisschen verschönern. Oder je nachdem anpassen, wie man es halt will. So, wir haben hier jetzt 13 Experte, 8 Künstler. Dann werden wir doch mal hier Juwelchen changen. Dazu gehen wir wieder zu unserem Rüstungsschmied. Und Dekorationen entfernen wir von unserem Helmchen hier. Ja. Oh Mist, das habe ich ihn angezogen. Tut mir leid. Und Künstler war auch, glaube ich, das, was uns auch vorhin noch gefehlt hat. Deswegen machen wir dir mal die schwarze Erkantorin. Ah gut, ich kann es ja gleich benutzen. Und wir haben jetzt Episode bis 1. Okay, dann müssen wir irgendwo noch einen Experte wegmachen und Künstler hin. Expertenjuwel, Expertenjuwel, bist du nur da? Hier anbringen, Moment. So, es gab keine kurze Unterbrechung, doch das ist nicht schlimm. Also hier werden wir jetzt anbringen, genau. Ich war schon richtig drin. Hier ein Kunsthandwerkjuwel. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Und genau. Ihr seht jetzt im Vergleich zu vorher haben wir wesentlich mehr Verteidigung. Was jetzt natürlich insgesamt ziemlich knorke ist. Und jo, dann kommen wir mal zu den Waffen, die wir jetzt ja noch einige, also wir haben viele Waffen, die eigentlich noch nicht wirklich ihr Maximum erreicht haben. Hier zum Beispiel der Kofo Blanco Deziminator. Es tut mir leid, ich habe die Schnellladefunktion momentan nicht an. Ich werde es nachher machen. Kofo Blanco Itiliter, das kriegt man aus dem Vulkan bei G-Rang, und auf der Farm höchste Stufe müsste es auch gehen. Beim Abbauen, Kupflanghonga, Pelz und Zeug kann man allerdings erst beim Kupflanghonga logischerweise besorgen. Das ist alles von dem High-Rank-Rathalos, müsste das klappen. Allerdings habe ich jetzt keinen Bock, den Solo zu machen, warte lieber auf Abwehr. Dann das rote Drachenschwert, momentan auch nicht mehr so eine tolle Waffe, allerdings hätte ich gerne die Weiterführung endlich mal. Und hier sehen wir ein Teostra Horn, und das hat mich dann vorhin doch schon ins Grübelbad, und da ist mir eingefallen, wir haben bis jetzt ja nur den Kushala Daora als Drachenelsting gemacht, deswegen seid gespannt, was jetzt gleich kommen wird. dann hier noch großer Konus, da brauchen wir natürlich jetzt noch einen Reißzahn, was ich da gerade eben gesehen habe, ja, Reißzahn Plus, den muss ich auch noch irgendwann farmen, den Sanktionsgewehrhammer, Feuerzellenstein, zwei Monsterbrühen, naja. Mal schauen, ob ich den jetzt demnächst noch mache. Loschan Klaue, ja, da habe ich einfach keinen Bock mehr und habe das Viech. Mal gucken, ob ich das auch noch irgendwo hingebacken bekomme. Zellner Skarabäus kriegt man im Vulkan häufiger als auf der Farm. Auf der Farm habe ich ihn beim Abschlagen bei dem Baum hinten, beim goldenen Hammer, oder war echt, also jedenfalls der letzte in der Reihe,
das einmal in 10 Versuchen so bekommen, also ich würde euch davon abraten, es zu finden. Da, das ist auch noch in der Ferne, das ist auch noch in der Ferne, dass wir das bekommen. Tiefer Dunkelhammer liegt natürlich auch noch in der Ferne, das ist eine Jägerrang 10 Waffe, was ich gerade gesehen habe. Oder Jägerrang 9 war es, ich habe keine Ahnung. Aber wir sehen hier auch noch die Blasiot-Materialien, die wir vor einigen Tagen erbeutet hat. Und ich würde sagen, weil mir ist gerade vorhin was aufgehoben, wo bin ich jetzt hingelaufen? Egal, ich würde sagen, weil wir haben hier, wenn wir jetzt mal gehen, hier zum der werten Frau hier, haben wir hier zufällig gerade den Teostra da, Kaiser Flamme. Ich weiß, wir haben jetzt eigentlich ein bisschen zu starkes Equip für diese Dorfviecher, allerdings hatte ich ja schon gesagt, dass vermutlich für eher Anfänger, wo jetzt eigentlich hauptsächlich auch den Borgs so vermutlich gucken, dass alles andere als einfach ist, diese Drachenältesten, was saß schon am Kushala, bin ich auch relativ abgekratzt. Da muss ich aber auch dazu sagen, der Borgs, du warst stinkig, ich hab schlecht gespielt. Und da war ich auch krank, glaube ich, wenn mich jetzt nicht erst täuscht. Und wir wollen jetzt mal den Teostra machen. Der Teostra hat, ich weiß nicht, entweder plus 1 auf Donner, jedenfalls nicht viel danach wäre. Und weil es einfach hier unser stärkster Damm ist, werde ich damit den Teostra vermutlich machen. Wir sehen zwar jetzt unseren anderen, der hat zu wenig Schärfe. Drachenzerstörer, damit könnten wir zwar seinen Kopf zersplittern, wenn mir nicht alles täuscht, kann man das nämlich nur mit Drachenelement. Allerdings vergleicht man den Schaden und so, das ist nicht mehr relevant. Wolfsloot, auch keine schlechte Waffe eigentlich, aber naja, wie gesagt, das ist ja auch eigentlich recht gut, aber der Handtaschenschwinger ist schon besser, glaube ich. Obwohl, der hat hier noch Lila Schärfe ist schon geil. Ich werde vermutlich den versteckten Brecher benutzen. Versteckter Brecher ist nämlich, wie sagt man, damit kann ich, Moment, ich muss mal schnell schauen. Doch nicht. Ich dachte gerade, vielleicht könnten wir, nein, können wir gar nicht, wir können ja gar keine Promi, egal. Ich dachte gerade, wir könnten vielleicht Promi-Juwele basteln und das dann da drauf machen. Also, ich werde mich jetzt mal bereit machen und wir sehen uns gleich wieder beim Teostra. Ciao. Yo, ich bin back, mit ausreichenden Vorbereitungen, wie ich hoffe. Hier unser Equip und nochmal die ganze Rüstung. Ups, was mache ich hier? Das lang. Yo, Objekte. Das habe ich alles dabei. Und dann würde ich sagen, ich habe jetzt mit Speck nochmal geredet und so. Also hier herzieren, damit wir bessere Belohnung bekommen. Habe jetzt auch diesen Hammer ausgewählt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher von beiden Hammern besser ist. Aber es ist mir jetzt eigentlich auch völlig egal. Der Teostra eigentlich kein leichter Gegner. Allerdings befürchte ich, dass der jetzt relativ schnell down gehen wird mit. Wir haben ja Jägerrang 6 bis 7 Equip und. Ja, ich habe extra nur 3 Kalkjäger mitgenommen, weil wir hier 2 bekommen. Das heißt, wir haben damit dann 5. Und schnappen wir uns mal die Materialien, was wir haben. Impfstoff, das ist, Moment. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Also wir haben hier Abrollbomben, die kann man, wenn er über uns fliegt, nach oben schießen. Aber das werdet ihr später sehen. Karte brauchen wir eigentlich keine und wir haben auch keinen Platz mehr in unserem Inventar. Dann werde ich jetzt mal hier die Ration futtern und mich gleich zum Teostra begeben. Bis gleich. Hohoho, in Gebiet 6 sind wir und ein Video entsteht. Wir hören Flügelschläge und was kommt auf uns zu? Hier sehen wir schon von oben abfliegen. Wer die Intro gesehen hat, das müsste da auch drin sein. Oh ja. Wirklich ein legendärer Drachenältester. Ein männlicher Drachenältester übrigens. Und Vorsicht vor diesem Angriff, weil da explodiert es überall. Übrigens auch ein Monster, das ich nicht wirklich gern mag. Hier seine Flammensäule, durch die man unter anderem auch durchrollen kann. Aber ich werde jetzt mal hier versuchen, mich auf das Wesentliche zu beschränken. Und eben zum Beispiel dieser Angriff trifft einen meistens mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Und ich werde jetzt erstmal paintballen. Kraft und Panzer zusammen zu mir nehmen und loslegen. Und hoffen, dass der uns nicht hier völlig auseinander nimmt. Und ihr werdet auch an meinem Schaden erkennen, den ich vielleicht eventuell erhalten werde. Bedenkt, welche Rüstung wir jetzt haben. Und wann man eigentlich gegen den kämpfen kann. Mein Gott. Es tut mir leid, ich habe schon mehrere Tage kein Monster mehr gezockt. Ich werde ihn jetzt erstmal vergiften. So ist er nach 4 Messern, dass er das in. Ja, ihr seht, ihr bräuchtet Ohrstöpsel. Und um seinen Winddruck auszubauen, Drachenwindbrecher, aber das haben wir beides nicht.
Aber immerhin ist er jetzt momentan gerade, wie sagt man, vergiftet. Sieht er bei der Attacke einfach. Ja, was war das? Was war das, mein lieber Freund? Na, damn it. Wie gesagt, schon länger nicht mehr gezockt, um Teostra sowieso nicht. Danke, mein Spätzelchen. What the fuck? Ich dachte, weil wenn ihr außen dran steht und er macht das, dann kommen auch außen diese Explosionen. Wenn ihr nah an ihm steht, dann macht er auch nah die Explosion. Ich dachte gerade nur, das zählt als außen eventuell. Naja, who cares? Wenn ihr den Walkthrough so gemacht habt wie ich, sollte das Viech eigentlich kein Problem sein. Also mit gleichem Equip und so weiter.